willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind unterwegs zu einer Wandertour. In Richtung? Bad Rotenfelde. Geil. Da wollen wir uns mal den Wald angucken, was da so los ist. Da gibt es, glaube ich, auch eine Aussichtstour. Ist jedenfalls bei Google Maps angezeigt. Da wollen wir doch mal gucken, ne? Ja. Ob das so stimmt. Und wenn wir da sind, melden wir uns. Es sei denn, es passiert zwischendurch irgendwas Weltbewegendes. Dann melden wir uns auch. Bis später. Wir sind da. In Bad Rotenfelde, oder zumindest in der Nähe von Bad Rotenfelde. Einmal durch Aschendorf durch und vor uns wartet ein riesengroßer Wald. Was sagst du dazu? Finde ich gut. Ja. Kann das gleich mal losgehen. Und wir haben den Parkplatz für uns alleine. Das ist gut. Nicht wahr? Wenn nicht so viel Volk hier rumrennt, dann ist das auch nicht schlecht. Gell? Ja. Dark Angel macht sich ausgefährlich. Guck nicht so ekstatisch. Fängt auch direkt gut an. Ist mal direkt ein Anstieg hier. Was haben wir da? Was, kleiner Berg? Kleiner Berg. Kleiner Berg. Du bist ja schon am Pusten wie am großen Berg. Ich puste gar nicht. Hm? Hätte ich auch gesagt. Ja. Orientierungstafel, aha. Verlaufen tust du dich also da rein nicht. Das finde ich geil. Das ist ja ein Ding. Da würde ich mal behaupten, wir sind hier ungefähr. Ja. Hm? Das nächste Schild ist der Grund, warum ich vorm Wald rauche. Mit Taschenaschenbecher. Ja? Ja, aber ist ja interessant, ne? Unsere Waldbewohner, ja dann? Gemeiner Weißblechling. Schnapsschleiche. Hm? Gemeiner Grottenaugen. Das ist immer was witzig, ne? Ja. Traurig ist das. Ja. Sarkastisch. Aber es ist traurig genug, dass man so ein Schild hier aufstellen muss. Hm? Was sagt uns das? Gibt es hier viele Schmierfinken oder was? Vielleicht. Hm? Wenn ich einen dabei erwische, dann kann er sich von seinen Ohren verabschieden. Ja. Dann war hier. Na, siehst du, habe ich recht gehabt. Ist der Standort da unten. Auf dem anderen auch. Da wo der Stern ist, das ist unser Standort. I know, I know. Ja, wir wissen das, aber die Zuschauer nicht. Vielleicht. Hm? Dann lass uns mal da hochmarschieren. Können wir jetzt mal live und die Farbe mit ansehen und ihr auch, wie Dark Angel gleich die Zunge aus dem Hals hängt. Warum zeigst du mir schon wieder den Stinkefinger? Damit die Leute sich direkt daran gewöhnen. Was bist du denn so nett zu den Zuschauern, sag mal? Immer das ist doch nicht normal mit dir. Das ist die Bismarckhütte. Hier gibt es eine Bismarckhütte. Oder eine Hütte, die Bismarckhütte heißt. Und der Turm, der heißt, glaube ich, Bismarckturm oder so. Meine ich zumindest. Aber schauen wir mal. Wie das hier so, gleich außen lang, brauchen wir offensichtlich auch nicht. Der Wald ist ausgeleuchtet. Gut. Zumindest ist hier am Anfang. Also kann ich dich hier noch nicht mal aussetzen, weil du den Weg wieder findest. Immer dem Licht hinterher. Ja, immer dem Licht hin. Ja, geh nicht ins Licht. Nicht ins Licht. Geh zu der Bank und ruh dich aus. Boah, du bist schon am Pusten, ne? Nee. Ich auch. Ey, es geht hier echt steil hoch. Und das sieht so aus, als wenn es die ganze Zeit steil hoch geht. Naja. Tun wir mal was für unsere Kondition, ne? Man soll sich ja nicht beklagen, ne? Wo möchtest du lang? Weiß ich nicht. Kannst du schnick, schnack, schnuck machen. Nehmen wir die goldene Mitte? Weiß ich nicht. Da ist ein Pfosten. Ja. Ja, ist mir egal. Wir können auch die goldene Mitte nehmen. Mir ist egal. Was sagen denn die Zuschauer? Wo sollen wir lang gehen? Da, wo es ausgeleuchtet ist, ne? Die anderen sind nicht ausgeleuchtet, die anderen Wege.
im Dunkeln. Ja, dann weiter bergauf. Bis Bismarckhütte geht's auch da lang. Ja, Bismarckhütte geht's da lang, Tatsache. Ja, da kommen wir auch irgendwie zu einem Aussichtsturm. Aber ich meine, die Wege müssten da alle hinführen. Werden wir den Anstieg überleben? Weiß ich nicht. Ob die den Anstieg überlebt? Weiß ich auch nicht. Mit Sicherheit. Ich hoffe. Das ist nämlich wie dicht beim Trinken auf. Nuckeln wir euch eine Runde. Das ist hier echt steil, hätte ich nicht gedacht. Na gut, sieht man auf Google Maps nicht, ne? Ob es steil ist oder nicht. Auf jeden Fall können wir nachher hier schön runterrollen. Runter geht wahrscheinlich schneller als hoch. Definitiv. Ja, machst du Wok-WM oder was? Ja. Ja, sicher. Ja, Dr. Ost hat wahrscheinlich auch Spaß hier, die Berge hochkraxeln. Wirklich? Ne? Gruß geht raus an Dr. Ost und das ganze Ruhrpott-Outdoor-Team. Glück auf, Jungs. Von mir auch. Ja, von ihr auch. Das wird hier immer steiler. Und meine Frau ist, wir sind keine 5 Minuten unterwegs und die ist schon am Fluchen. So kennt ihr mich. Ja, ja. Du bleibst bei den Leuten in Erinnerung. Das sag ich dir. Muss ich gleich mal gucken, ob man hier die Steigung irgendwie sichtbar machen kann. Auf der Kamera sieht man das nämlich nicht so gut. Die machen die anderen YouTuber das immer, stellen sich so ein bisschen schräg, ne? Oder so quer zu den Bäumen. Mal gucken, ob das zu sehen ist. Ja, ich glaube, so kann man die Steigung einfangen. Ja, du schaffst das. Mach mir keine Sorgen. Nö, nö. Oh, es wird noch besser. Ja, es wird noch besser. Jetzt weiß ich auch, warum hier alle in Haselack eine Bank steht. Heide Witzka. So, das müsste jetzt gleich die Bismarckhütte sein. Ja, da ist wahrscheinlich jetzt noch zu, ne? Spielplatz. Noch irgendwie was. Nichts mehr gewohnt. Aber schön ist es hier. Auch wenn die Hütte zu ist. Da kommt mein tapferes Mädchen. Ja, du siehst sogar gut aus, wenn du einen Anstich hast. Das macht was her. Ja, ich weiß, du siehst immer gut aus. Wolltest du eine Runde rutschen? Oh, da ist keine Rutsche, oder? Doch, ist eine. Echt, ist eine Rutsche? Ja, nee. Dann kannst du auch nicht rutschen. Ein Spielplatz. Ja, ein Spielplatz. Geil. So, dann bei hier. Großartige Leistungen auf 100 mal 100 Meter, ja dann. Was? Wie in Hesse? Nö. Hesse? Ja, wie in Hesse. Auf der Wilhelmshöhe. Gibt's das in Hessen auch, oder was? Ja, natürlich, Kassel. Aha. Ja, dann. Ja, weißt du Bescheid. Kannst du mal sehen, wie alt die Hütte schon ist. Diesmal. Lüdenstein, hast gesagt, ne? Ja, Lüdenstein ist da runter. Ein Kilometer. Ja, ja, klar. Ja, aber ich habe ja zu Hause bei Google Maps geguckt und dieser Aussichtsturm, der ist da irgendwie so in die Richtung, wie ich jetzt die Kamera halte. So im Groben. Ja, da müssen wir doch auf den anderen nehmen. Ja, musst du wissen. Ja, dann müssen wir doch da runter. Da an der Hütte vorbei. Also da an der Hütte vorbei.
Aber es kann ja durchaus sein, dass das trotzdem ein Rundweg ist. Also hinter mir, dass es da irgendwie weitergeht. We will see. Auf jeden Fall ist da noch irgendwie sowas. Habe ich gerade gesehen, da ist irgendwie so ein Holzgerüst und so ein Metallgerüst. Ich dachte, das sieht aus, als wenn da auch irgendwie noch so eine Art Spielplatz wäre, wo man zugebucht hatte. We will see, gell? Ja, we will see. Ab in den Wald. Denn im Wald, da sind die Räuber. Halli, hallo. Dein Einsatz. Du hast deinen Einsatz verpasst. Verdammt. Ja, verdammt. Du sollst nicht fluchen. Er ist bei YouTube zu sehen. Aber wir sind hier genau am richtigen Tag hier. Heute ist Mittwoch. Mittwochs ist zu. Dienstag ist zu. Donnerstag ist zu. Sehr geil. Wir haben den richtigen Tag erwischt. Damit die Hütte nicht auf ist. Na, egal. Oh, gucke mal. Die Frau hat wieder einen Schnuller im Mund. Ja, ja. Den Trinkschlauchschnuller. Ja, du musst dein Equipment testen. Okay, doch kein Spielplatz. Ja. Leute, sagt ihr mir, was das sein kann. Ein Schutz? Um junge Pflanzen zu schützen oder was soll das sein? Ja, gehe ich mal eher von aus, ne? Ich würde gucken an dem Schild, aber. Ja, aber. Geh mal von aus, dass das hier irgendwie zum Schutz von den Pflanzen ist. Dass die nicht abgefressen werden oder was. Ich bin begeistert. Hier ja, ich bin auch begeistert. Hier riecht es wunderbar nach Natur. Wir sind hier auch im Wald. Wie soll das denn anders riechen? Ja. Gaststätte zur Fuchskuhle, ja dann. Rettungspunkt. Ja, weißt Bescheid, wenn hier mal was passiert. Dann gibt es hier sogar. Rettungspunkt, ja. Wanderherz. Bismarck-Rundweg. Ich glaube, den laufen wir dann. Teute-Region, weißt du Bescheid. Ja, Lüdenstein. Leute, ich würde jetzt einfach mal behaupten, das wird unser neuer Standardwald zum Wandern. Gar nicht mal so weit weg. Ungefähr 40 Kilometer von unserem Wohnort. Da ist ja unseren Abgeordneten. Ja, unser Buschkraftwald ist ja weg. Und das sieht hier so aus, als wenn das auch nicht unbedingt jetzt ein ausgeschildertes Naturschutzgebiet wäre. Gut, man muss ja jetzt hier nicht hardcore buschkraften, aber mal eine Hängematte aufspannen oder so, das dürfte hier kein Problem sein. Zumindest sind wir ja in Niedersachsen. Da gilt ja ein anderes Waldgesetz. Soweit ich informiert bin. Ja, das hat so ein bisschen was von deiner Heimat, ne? Ja. Burgholz in Hessen. Ja, da geht das teilweise auch so steil nach oben. An manchen Stellen. So, was haben wir jetzt hier? Das ist aber nicht runter. Ne, wir müssen weiter geradeaus. Jawohl. Der steht da. 0,8 Kilometer Lüdenstein. Ja, ich sag mal so, das Ding, der Turm, der wird ja wohl auch irgendwie ausgeschildert sein, ne? Ja, bis man nicht stand jetzt. Denk ich mal. Hm? Muss ich einen Anfall kriegen? Ich weiß nicht, musst du einen Anfall kriegen? Das sieht aber eher so aus, als wenn da irgendwie was. Ich weiß nicht, ob das Müll sein soll oder so. Das kann auch sein, dass das hier die Forstbehörde hingehängt hat. Dass da irgendwas kleben bleiben soll. Dann wollen wir das dann mal retten. Ja, wer macht sowas, ne? Aber die Regen sind sehr schön. Ja, Müll liegt hier nicht so viel rum. Hier gibt es aber auch genügend Mülleimer, muss ich sagen. Das finde ich echt gut, aber hier kümmert sich dann auch jemand drum, dass hier nicht so viel Zeug rumliegt. Ja, da unten mit der Hängematte. Oh. Ja, gut, da unten mit der Hängematte, ja. Aber ein bisschen natürlich mit deiner roten bist du natürlich zu sehen von hier aus. Ne? Nimm das Tarp mit, dann sieht mich keiner. Ja, nimm das Tarp mit, dann sieht dich keiner. Wäre ein möglicher Pausenplatz, aber die Frau will unbedingt weiter. Und sie hat recht, wir sind ja gerade mal unterwegs. Wie lange? 20 Minuten? Wenn überhaupt. Da muss erst noch was gehen, bevor wir Pause machen. Das sieht doch mal geil aus. Möchtest du mal probieren? Nein. Ja, sie hat Angst.
Pilze sind ihr nicht geheuer. Freut euch schon mal. Was, freut euch schon mal? Ja. Geht's da wieder hoch? Ja. So, dann gehen wir mal euch. Vielleicht auch hier, ne? Ihr werdet am Anfang, kleiner Berg, ne? Sehe ich gerade nichts von. Das geht weiter. Ja, richtig langgezogen hoch. Geht ich weiter. Bin begeistert. Ich auch. Sie ist noch viel mehr begeistert. In der ganzen Zeit, wo wir jetzt hier sind, habe ich schon ganz viele neue Schimpfworte von ihr gelernt. Das nennt man Motivation. Ja, das nennt man Motivation, das nennt man Sommerhaus der Stars, nennt man das. Nein. Da hat es wohl einen Baum geschmissen. So wie das aussieht. Das sieht auch schön aus. Aber da, weiß nicht. Wind? Wahrscheinlich eher der Wind, ne? Blitz kann ich mir nicht vorstellen. Dann wird er wahrscheinlich oben irgendwo gespalten. Und, bist du stolz auf dich? Jo. Ich weiß ja nicht, ob man das auf der Kamera so sieht, aber der Berg hier... Der hat's in sich. Der hat's in sich, ja. Langgezogen vor allen Dingen. Nach 6 Wochen Pause, das erste Mal. Ja. Und dann gleich richtig. Dann, ja, normal, ne? Ganz oder gar nicht. Ich kann noch lachen, Leute. Ja, sie kann noch lachen, dann ist alles in Ordnung. Fluchen tut sie nur, wenn die Kamera aus... Ich glaube, wir haben den Turm erreicht. Da würde ich jetzt mal behaupten, der muss eine Pause verdienen, oder? Dark Angel, was sagst du dazu? Ich schicke erstmal liebe Grüße an Goose raus und ich glaube, ich habe auch Höhenangst. Also ich weiß, ich habe Höhenangst, aber ich glaube, den Blick gönne ich mir. Sie ist tapfer. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Hey, da ist eine Pausenhütte. Da ist eine Pausenhütte, so wie das aussieht. Ich sag ja, dann machen wir jetzt erstmal eine Pause. Und ihr macht jetzt auch erstmal eine Pause. Bis später. Jetzt habe ich erstmal hier Kaffeepause angesagt in dieser Hütte. Dark Angel macht Erinnerungsfotos. Ich sorge dafür, dass wir unseren Outdoor-Kaffee kriegen. Was habe ich jetzt eben gesehen? Fremde Menschen? Andere Leute? Es gibt doch noch andere Leute als uns hier in der Gegend. Nicht schlecht. Filmst du mich etwa? Nein. Na, natürlich nicht, ne? So, jetzt sind wir hier auf dem Ahornweg. Jetzt hoffe ich mal, der hat das auch so aufgenommen, das eben, weil der hat jetzt in 4K gefilmt, ey. Hat sich irgendwie verstellt. Ist wahrscheinlich dran gekommen. Naja, schauen wir mal, ne? Ob das aufgenommen hat oder nicht. So, wieder auf dem Weg zur Bismarck-Hütte. Diesmal werde ich ab. Was sagst du dazu? Schöner Weg. Schöner Weg. Geht ja auch bergab. Dann ist das kein Wunder, dass sie das schön findet. Danke auch. Ja, natürlich. Ja, ist die Bushaltestelle, ganz genau. Hier kommt der Waldbus. Ja, ich würde es mal behaupten, hier, ne? Ja? Das Schild zeigt ja dahin. 500 Meter. Ja, dann. Ja, 500 Meter. Wäre auf. Wahrscheinlich. Ja, siehst du? Ah, schaffen wir schon, wa? Haben schon heute so viel geschafft. Den Berg da hochgekommen, ach, klar. Also, diese Anhöhe da. Diesen Anstieg haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Mal wieder. Schauen wir mal, wo es jetzt gleich lang geht. So. Da kommt schon die Hütte wieder. Dann haben wir unseren Rundweg geschafft. Denke ich mal. Zieht sich also langsam zu. Gibt bestimmt gleich noch Regen. So, da geht es jetzt gleich wieder runter. Zum Auto. Und dann hoffe ich mal, es wird ein schönes Video geben. Ich habe eben gesehen, die Kamera hat ihre Einstellung verloren. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die das alles korrekt aufgenommen hat. Bin ich mal gespannt zu Hause.
Ansonsten wieder ein kurzes Video. Ziemlich kurzes. Aber mal schauen. Wieder am Auto. Sie macht doch noch Fotos. Obwohl sie keine Fotos mehr machen wollte. Ging aber jetzt nicht anders, ne? Nein, muss ich mal Erinnerungsbilder machen. So. Dann war es das jetzt mit der heutigen Tour, oder? Ja. Ja. Tschüss, sagt Dark Angel. Ja, genau. Und ich sag, wenn es euch gefallen hat, dann bleibt uns beide treu. Oder mir. Wie auch immer. Bis zum nächsten Video. Darkseider over and out.